Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Gehen wir. Ja, mit diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen. Das sehe ich immer so. Sowieso genug von diesem Ort. Alter! Wie kommt denn ein Panzer hier rein? Das ist doch Schwachsinn. Ich bin schon dabei, aber du musst hier hoch. Kleines. Ich komme. Dann natürlich nicht hoch. Wäre auch zu einfach gewesen. Alter, der zielt auf uns. Cool, wie er da immer so rüber schwingt. Komm her, mein Freund. Okay, wir sollten uns wohl beeilen. Shit, 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 shit. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. So, und immer schön ausweichen. Weil der kommt nämlich jetzt hier auch gleich nochmal raus. Ja, natürlich. Überhaupt nicht unrealistisch. Komm her, mein Freund. Wollen wir es mal schnell hinter uns bringen? Hau ab, verzieh dich! Was ist das dunkel? Perfekt. Dann muss ich nämlich jetzt rüber. Soll ich da rüberkommen?
von der Statue rüberschwingen, wenn sie richtig stünde. Ich guck das mal. Komm her. Sehr schön. Das klappt. Reicht doch mal. Schmeiß ich denn weg? Ich brauch das alles, verdammt. Verdammt. Das war jetzt aber knapp. Kopf. Ja, schieb das nochmal für mich. Sehr cool. Hoffentlich ist eure blöde Statue hin! Und nochmal, weil es schön war. Vielen Dank für die Hilfe. Sherry, hier ist dein Motorrad. Halte durch. Okay. Alter, wo kommst du denn her? Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich würde eher hier das Auto klauen, aber das Motorrad ist natürlich flexibler. Und natürlich aufgetankt. Ne? Wer denn bist der Schiri? Ich will das nicht. Das ist voll unlogisch. Das ist total unlogisch. Aber okay. Ja. War ja klar. Hab ja auch nicht lange gespielt. Besiegte Feinde 3 Stück. Wow. Ja, okay. Nee, warte mal. Wir belassen das so viel, kann ich mir damit jetzt eh noch nicht kaufen. Falls ich zwischendrin husten muss, entschuldigt mich
Ich war übers Wochenende total erkältet. Und es hat sich jetzt wieder total in der Bronchitis gesetzt. Versuche zu trinken, um das zu vermeiden. Ja. Alles okay. Verstanden. Wird gemacht. Wir sind gleich da. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt die Treffpunktkoordinaten. Ist nicht weit. Ganz toll. Der Sherry wird als erstes getroffen, ne? Ich hasse das, ich bin nicht gut in sowas. Sie wollen uns niederwehen! Ja, danke! Ich höre! War auch schon bei Chris. Ich weiß, wie wir hier rauskommen sollen. Story so, dass ich einfach... Ich kann nicht fahren. Ich kann doch nie vor Speed nicht fahren. Also Videospielen fahren oder auch reiten. Das geht so gar nicht. Da total miserabel drin. Alter! Wow! Auch nur nicht passiert, dass ich auf das andere Haus gesprungen bin. Alter! Das wäre auch super. Eine Limousine wäre ich eher gewesen. Aber die ist natürlich halt wenig später. Okay. Aber mit so einem Motorrad kriegst du halt auch leicht auf die Fresse, ne? Komm schon.
Wow! Da stehen jetzt Fahrzeuge auf der Straße. Echt aufpassen. Das kann man böse sein. Wenn ich da irgendwo gegen... Knall. Genau so sollte das nicht sein. Nein. Okay. Alter, verpisst euch von der Straße. Jawohl. Wo kommen die denn an? Alle her, das ist voll unrealistisch. Vor allem, dass sie so gar nicht getroffen werden. Jake! Das flucht doch mal! Verdammt. Ah, Kacke. Wow! War nicht schnell genug. Sieht daran, dass ich das erste Mal das verkackt habe direkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Leg mal einen Zahn zu. Gott sei Dank. Das war auch wirklich haarscharf. Ah! Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. So ein Mist. So ein Rotz. Ich hasse das. So behindert.
Shit! Alles okay? Ah! Ah! Oh mein Gott! Alter! Wo kommen diese ganzen Autos her? Quicktime Events. Das brachte ihn wohl ein bisschen aus dem Konzept. Oh, verpisst euch doch endlich mal. Ja, natürlich. Sicher. Oh, Mann. Shit. Fuck. Gott, wieso? Wer denkt sich denn sowas aus? Kacke. Wow. Wow. Verdammt. Ich bin gegen ein ganz anderes Fahrzeug gekracht eigentlich. Ich bin noch gegen einen Bus und nicht gegen so einen LKW, aber okay. Sei es drum. Festhalten! Ich will, dass das Ding endlich rum ist. Endlich. Kommen nur noch diese behinderten Autos. Die runterfallen und überrollen wollen.
Alter! Da hoch, da drüber. Und tschüss. Natürlich, sicher doch. Okay, warte. Was sie denn diese Sache bis auf Logik plädieren? Das ist ja Schwachsinn. Das ganze Spiel ist nicht logisch. Ich würde gerne nochmal Leon's Story spielen. Die mag ich viel lieber. Also von allen Storys, also von der Story allein her, mag ich Jake sehr, sehr gerne. Noch ganz? Scheint so. Komm. Seine Pfeifen sind wohl auch hier. Wenigstens kämpfe ich hier jetzt nicht alleine. Wir brauchen Ihre Hilfe für dich. Und ich habe auch nicht darum gebeten. Na gut, na gut. Genug von Redfield. Wofür reden die jetzt? Auch nicht über ihn. Alter! Wollen nicht, mit wem sie sich anlegen. Ich zeig's ihnen!
Frau. Das ist der nächste Kumpel. Ja. Bevor du wieder aufstehen kannst. Mann. Das scheiß Heli soll mir irgendjemand anderen abknallen. Was ist mit Chris und seinen Leuten da oben? Bleib doch auf die Schiene. Verdammt. Ich hab noch nicht mal irgendwas zum Schmeißen. Steh auf! Hier knallt deine eigenen Leute ab! Aua. Sterben wie die Fliegen. Die Sache hat sich bald erledigt. Du hast auch das zu. Ab ins Totenreich. Wie viele sind noch übrig? Zwei Stück, wo sind die denn? Alter, da steht einer da oben drauf. Ja, verpiss dich. Und ich dachte, wir müssen hier übernachten. Hier lang! Okay. Okay. Was nehme ich denn? Ich nehme die Schrotflinte.
Käse. Sherry kommt da ja nicht drüber geschwungen. Hi. Ist das hier runter? Okay, so. Holen Sie den Helikopter. Dabei bin. Okay. Buch da. Chris ist auf dem Dach und versucht den Heli abzuschießen. Es läuft nicht so gut für ihn, oder? Sherry, hoch. Da. Kann ich ihm zeigen, wie es geht? Nein. Ja, ich habe Sprengsätze, die für Chancengleichheit sorgen. Nee, warte mal. Ich will da hinter. Komm ich mit Schwurzeln, da halten sie nicht so gut aus. Sehr geil. Genau hier wollte ich hin. Klar. So. Geht jetzt? Immer noch nicht. Nicht, Mann. So, dann komm mal her, Kleiner. Shit. Weit hoch kann ich.
Jake, komm schon, wie steht der denn, dass er nicht zielt? Scheiße, verfehlt. Na, komm her. Ja. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Boah, jawohl. Darauf habe ich gewartet. Hoch da. Scheiße! Zu und lärm! Hoch da, hoch da, hoch da! Alter! Hey, fang endlich an zu klettern! Komm schon, Jake, weiter geht's. Boah, Gott. Seht zu. Lernt, wie man einen Heli vom Himmel holt. Das war's für euch. Jawohl. Bäm. Steht natürlich jetzt wieder unten, das ist unheimlich. Ah. Ich sage nicht. Na los, gehen wir. Und unser Befehl lautet, jeglichen Kontakt zu vermeiden. Weiß er, dass Whisker mein Vater war? Ich glaube nicht. Warum? Nur so. Bin wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Du hast sie voll beleidigt beim ersten Treffen. Kein Wunder, dass er dich nicht ausstehen kann. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier auch gleich einen Cut setzen. Ja, perfekt.
dann setze ich jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.